Michael Kolz in München. Der Konferenzleiter Wolfgang Ischinger, der hat zum Auftakt eine ziemlich düstere Warnung losgeschickt. Wird denn die Sicherheitslage in der Welt von allen als so düster betrachtet? Naja, ganz objektiv muss man das wohl teilen und auch genauso sehen, denn die Konflikte werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Nehmen wir nur den jetzt schon jahrelang anhaltenden Konflikt in der Ostukraine. Wir haben Syrien, wir haben den Irak, wir haben den Krieg gegen den sogenannten IS, wir haben die Nuklearprobleme mit Nordkorea, wir haben das inzwischen wieder aufkeimende Thema Iran und das Atomabkommen mit dem Iran. Und dann seit einem Jahr ist der Donald Trump im Amt und auch da weiß man ja nach wie vor nicht, wie die jeweilige tagesaktuelle außenpolitische Agenda aussieht. Also so viele Themen, die auf der Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen. Gar nicht so sehr auf dem Podium, sondern vor allen Dingen natürlich in den Hinterzimmern bei den bilateralen Gesprächen. Da ist es ganz wichtig, dass sich die mehr als 20 Staats- und Regierungschefs und die etlichen Außen- und Verteidigungsminister hier zu kleineren Gruppengesprächen, zu Zweiergesprächen zusammenfinden, um die eine oder andere Problematik anzusprechen, zu diskutieren und vielleicht an der Lösung ein Stück weit näher zu kommen. Wolfgang Ischinger hat also wirklich nicht untertrieben, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen seine Taktik, zu Beginn der Konferenz erstmal tief zu stapeln. Er hatte sich ja vorgenommen, dass er hier aus München ein europäisches Signal sendet. Da zielte er mit Sicherheit darauf, dass die Präsenz von Angela Merkel und Emmanuel Macron dann auch hier tatsächlich so stattfinden würde. Das ist nun aus den gegebenen Gründen in Berlin bei Angela Merkel nicht der Fall. Und Emmanuel Macron hat sich dann wohl gesagt, gut, dann kommt er auch nicht. Trotzdem, das Zeichen war da. Die Konferenz wurde eröffnet von der deutschen Verteidigungsministerin und eben ihrer französischen Amtskollegin. Wobei das Signal, was da gesetzt wurde, so haben wir es hier aus Teilnehmerkreisen gehört und natürlich auch selbst sehen und hören können, das war nicht intensiv und deutlich genug. Da hatte Ischinger sich auf jeden Fall mehr vorgenommen, um wenigstens zu zeigen, dass Europa auf dem Weg ist zu einer Verteidigungsunion, um selbst auch Dinge in die Hand nehmen zu können. Ja, aber trotzdem noch ein Wort zu der deutschen Präsenz. Es ist ja auch eine Sicherheitskonferenz, die auf deutschem Boden stattfindet. Jetzt haben wir eben nur eine geschäftsführende Bundesregierung und das ging ja ziemlich hin und her, wer da tatsächlich aus dem deutschen Kabinett und der deutschen Spitzenetage der Politik auftreten wird. Ja, welches Signal sendet das aus? Naja, es ist mindestens ein schwieriges, ganz klar. Es ist eine geschäftsführende Bundesregierung. Wolfgang Ischinger hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er natürlich nicht besonders glücklich darüber ist, dass es noch keine Regierung gibt, sei es nun eine große Koalition oder eine andere. Das ist auch das erste Mal, dass er in einer derartigen Situation ist mit seinem Organisationsteam. Die vergangenen Monate hat man schwerpunktmäßig damit verbracht, herauszufinden, ob die Kanzlerin käme oder eben nicht und wer, wenn sie nicht kommt, dann hier ihren Platz einnehmen würde. Sigmar Gabriel hatte zugesagt, dann hat er abgesagt, dann hat er wieder zugesagt. Also das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass Deutschland hier mit einem breiten Rücken, mit einer breiten Brust hier auftreten kann. Nichtsdestotrotz die Verteidigungsministerin, die ja möglicherweise auch in einem neuen Kabinett sitzen wird, bei Sigmar Gabriel weiß man es nicht, hat versucht, für deutsche Stabilität zu sorgen. Aber unabhängig davon muss man sagen, es ist natürlich nicht das Gleiche, ob man hier als Bundeskanzlerin in einer stabilen neuen Regierung spricht oder eben in einer geschäftsführenden Funktion als Außenminister. Im Übrigen sagt Wolfgang Ischinger auch, das ist der Grund, warum so viele abgesagt haben, möglicherweise eben auch viele aus der amerikanischen Administration. Vergessen wir nicht, dass im letzten Jahr General Mattis da war und natürlich auch Mike Pence, der Vizepräsident. Also das ist in jedem Fall ein Thema, was es hier nach der Konferenz zu diskutieren gilt. Auch wenn Wolfgang Ischinger sagt, natürlich ist die US-Delegation mit mehr als 10 Senatoren dick und fett. Aber möglicherweise hätte es vielleicht noch mehr sein können, wenn Deutschland eben nicht mit einer geschäftsführenden Bundesregierung hier angerückt wäre. Ja, und die US-Delegation, noch kurz, Michael, die tritt ja zwar schon mit einem Minister auf und einem wichtigen Minister, aber eben nicht öffentlich, sondern nur in den Hinterzimmergesprächen. Was hat das zu sagen? Ja, interessanterweise ist es tatsächlich so, dass der Verteidigungsminister hier ist. Im letzten Jahr war es ja die erste Rede der US-Administration nach Trumps Amtsbeginn. Dieses Mal ist er da.
Er hat natürlich bilaterale Gespräche, aber er taucht nicht öffentlich auf. Das wird alles dem nationalen Sicherheitsberater überlassen, dem National Security Advisor General Herbert Raymond McMaster. Sein Auftritt wird hier natürlich mit Spannung erwartet. Aber es ist nicht der einzige US-Auftritt, den es hier gegeben hat oder geben wird. Am Sonntag sitzen hier vier Senatoren auf dem Panel, gleichmäßig verteilt von Demokraten und Republikanern. Da darf man gespannt drauf blicken. Und vorhin sprach hier Lindsey Graham, ein Trump-Vertrauter, ein Senator, der ganz deutlich in Richtung Europäische Union gesagt hat, ihr braucht die Verteidigungsunion in Europa, gerade im Hinblick auf Russland. Die Briten sollten den Brexit überdenken und möglicherweise könnte die Europäische Union ja auch etliche der islamistischen Terroristen, die jetzt in Syrien dann irgendwann überbleiben würden, in Gewahrsam nehmen. Also deutliche Forderung aus Richtung Washington. Da darf man gespannt sein, was dann der nationale Sicherheitsberater hier bei der Konferenz noch zu sagen hat. Michael Kolz, vielen Dank an dieser Stelle für die Nachrichten, für die Einschätzung aus München. Ja, und Michael Kolz hat es gerade eben schon angesprochen. Lindsey Graham hat bereits geredet auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die wichtigsten Passagen daraus wollen wir Ihnen jetzt noch einmal zeigen. Ich glaube, es ist nicht so, dass die Sowjetunion wieder aufgebaut werden soll. Ein Mann will hier die internationale liberale Ordnung zerstören. Und ich glaube, der Grund dafür ist meiner Meinung nach klar. Es geht um Selbsterhalt, nicht von Russland, sondern ihre eigenen Interessen. Es ist leichter für den Kreml, die Schwachstellen der westlichen Gesellschaft anzugreifen, als sich um die offenen Brüche zu Hause zu kümmern, nämlich die Fragilität ihres multiethnischen Staats, den Würgegriff von Öl und Gas auf ihre Wirtschaft, ihre Partnerschaft, die nur durch Zwang und Druck aufrechterhalten werden und die Tatsache, dass ihre Bevölkerung altert und schrumpft. Dies ist ein Land im Niedergang, wenn man das im historischen Vergleich sieht. Wir müssen alles tun, um die Schwachstellen zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit zu stärken gegen die russische Einmischung in unseren Ländern. Dazu gehört auch das Thema Cyber, Sicherung der Computernetzwerke für unsere kritische Infrastruktur, Partnerschaften mit privaten Medien und Technologiefirmen, um zu lernen, wie man gegen ausländische Desinformationskampagnen vorgehen kann. Das wird harte Reformen erfordern, Reformen unseres politischen Systems und unseres finanziellen Sektors, und zwar auch in den Vereinigten Staaten. In meinem Land muss unbedingt die Wahlkampffinanzierung reformiert werden, denn all die Veränderungen der letzten Jahre verhindern transparent dabei, wer was macht. Und das macht es viel eher möglich, Ergebnisse zu beeinflussen. Die Transparenz wurde teilweise ausgelöscht. Es macht wirklich etwas aus, wer wozu beiträgt, wer was finanziert, welche Kampagnen finanziert. In unseren Ländern hat die Bevölkerung ein Recht, das zu wissen. Aufgrund der Veränderungen bei uns, wie wir Wahlen finanzieren, gibt es jetzt viel zu viel Geld und zu wenig Transparenz. Und das gibt Russland und anderen ausländischen Mächten die Gelegenheit, unbemerkt sich einzumischen. Ich bin einer von den 535 Mitgliedern des Kongresses. Ich kann Ihnen natürlich nur meine Meinung darstellen. Ich werde mein Bestes tun. Ich bin immer für alles, was den Nationalismus bekämpft, weltweit. Und wenn Europa aktiver werden kann und aktiver mit der NATO zusammenarbeitet, dann bin ich nur dafür. Und eine europäische Verteidigungsmacht, das dachte ich früher, würde der NATO zur Konkurrenz werden, aber das glaube ich heute nicht mehr. Die Europäische Union kann ja auch von ziviler Seite sehr viel beitragen und so auch unsere militärischen Fähigkeiten stärken. Und das ist sinnvoll, vor allem
im Cyberbereich, da muss es sowieso Zusammenarbeit geben mit der zivilen Seite. Das Wichtigste für mich ist es, dass ich alles gutheiße, was dazu führt, dass unsere europäischen Partner sich als Gruppe sehen und zusammenarbeiten. Jedes Land ist natürlich stolz auf das eigene Land, auf die eigene Geschichte. Das gilt auch für die amerikanischen Bundesstaaten. Aber zusammen sind wir doch besser, zusammen sind wir stärker. Wenn also diese Initiative dazu führen kann, dass besser mit einer Stimme gesprochen wird, sodass man die gemeinsamen Herausforderungen besser bewältigen kann, Russland und andere Krisenherde, das sind ja Herausforderungen, denen sich alle Demokratien weltweit gegenübersehen. Wenn wir also unsere Reaktion besser koordinieren können, wenn wir mit einer Stimme sprechen können, auch gegenüber Russland, dann kann ich aus amerikanischer Seite nur sagen, umso besser Sie mit der NATO zusammenarbeiten können, umso besser kann ich das auch Präsident Trump gegenüber vertreten. Ich habe ja schon gesehen, wie NATO-Soldaten einen Krieg im Irak führen, der mit einem Angriff auf Amerika begonnen hat. Ich werde den Tag nie vergessen, als Artikel 5 angerufen wurde, und zwar für uns. Deswegen bin ich ein großer Fan der NATO. Und die europäische Verteidigungsinitiative jetzt könnte vielleicht auch eine Reaktion auf den Nationalismus sein. Wie gehen wir damit um? Wie können wir die NATO effektiver machen? Das ist also keine Konkurrenz. Eine Frage habe ich. Unsere Freunde in Großbritannien meinen, dass die EU für sie aus wirtschaftlicher Sicht nicht positiv ist, aber die NATO schon. Ich hoffe jetzt, dass es vielleicht möglich ist, dass die britischen Freunde den Wert dieser europäischen Verteidigungsinitiative sehen und sich so wieder besser integrieren. Also die Vorstellung, dass Großbritannien die EU wirtschaftlich als Nachteil betrachtet, aber die NATO als Vorteil betrachtet, könnte vielleicht eine Brücke bauen. Vielleicht kann das dazu beitragen, dass andere Länder nicht mehr glauben, dass auch für sie die EU etwas Schlechtes wäre. Für mich aus amerikanischer Sicht würde ich sagen, die Demokratien sind ja heute einem Angriff ausgesetzt und deswegen ist Integration und Zusammenarbeit immer besser und da mache ich gerne mit und das unterstütze ich gerne.